Mann war eben stolz auf die Leipziger Messe. Jetzt ist sie ganz aktuell in den Schlagzeilen, aber es sind keine guten Nachrichten. Ein Thema heute am 23. Februar und damit willkommen zur Umschau. Doch zunächst das Thema. In diesen Tagen, vor genau 32 Jahren, herrschte hier in Leipzig große Betriebsamkeit. Und zwar in diesem Gästehaus des DDR-Ministerrates. Maler, Handwerker, Ausstatter gaben sich die Klinke in die Hand, denn hoher Besuch hatte sich angekündigt. Franz Josef Strauß. Es ging um einen Milliardenkredit. Und da sollte das Haus glänzen. Da wurde geklotzt und nicht gekleckert. Was für ein trostloser Anblick. Der Milliardenkredit hatte die DDR übrigens noch vor ihrem Untergang zurückgezahlt. Im April sollte sie wieder starten, die Leipziger Messe Automobil International, kurz AMI. Daraus wird nun nichts. Die Messe wurde kurzerhand abgesagt. So viele Autohersteller wollten dann doch nicht nach Leipzig. Darunter so renommierte Unternehmen wie Mercedes, Opel und Toyota. Ein Schock für die Messestadt, die schon immer alles aufbot, um Besucher und Aussteller nach Leipzig zu holen. Auch prominente Unterstützer. Tja, trübe Aussichten also für Leipzig. Alle, die noch nie dem bargeldlosen Zahlen mit der Geldkarte über den Weg getraut haben, werden sich jetzt wohl bestätigt fühlen. Wir sind einer Betrügermasche auf der Spur, die klingt wie Fiktion, ist es aber nicht. Da können Kriminelle quasi im Vorbeigehen das Bankkonto plündern. Und was Sie jetzt sehen, das ist wirklich kaum zu glauben. Jetzt stellen Sie sich das mal nur für einen kurzen Moment vor. Sie hatten einen schönen Fernsehabend, Sie gehen ins Bett, schlafen gut ein. Und dann passiert das. Sven Voss will diese Frau natürlich nicht nur trösten, sondern auch wirklich helfen. Wie? Das sehen Sie dann am Donnerstag um 20.15 Uhr bei Voss und Team. Und wir von der Umschau, wir verabschieden uns an dieser Stelle. Den Umschau-Quicktipp finden Sie wie gewohnt auf unserer Internetseite, aber auch bei Facebook und täglich bei den Kollegen von MDR Jump im Radio. Tschüss und bis bald.